It looks something like you. Ich darf heute im Volkswagen Wölfe-Taxi einen Fan abholen, der aus Erfurt kommt, der Michel. Es ist so, dass die Fans Kilometer auf sich nehmen, um uns spielen zu sehen. Ja, ich habe einen riesen Respekt davor, weil es sind ja auch teilweise Fahrten, dann, ja, die dann auch ja, über den ganzen Tag gehen. Und von daher, glaube ich, ist es eine kleinere Art, den Fans seine Dankbarkeit zu zeigen, dass ich jetzt hier als ja, leider Spieler, der gerade verletzt ist, einen Fan abholen darf, zum Stadion fahren darf, glaube ich. Ja, dann schon eine Aufmerksamkeit, die ich auch gerne mache und ja, mich darauf freue. Ja, ich find die Autos super. Ist für jedermann, optisch gesehen. Und auch vom Fahren her glaube ich, dass der Fahrspaß auf jeden Fall da ist. Wie gesagt, weil man die Power ab dem ersten bisschen, wo man aufs Gaspedal draufdrückt, schon spürt. Überraschung, Michel! Dein Taxi ist da! Hi! Und du fährst jetzt selber? Ich darf heute Taxifahrer sein, wollte ich immer schon werden. Dann bin ich gespannt, wie du fährst. Ja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist, mit ja, es ist relativ unwirklich, wenn man von einem Spieler abgeholt wird. Hätte ich dich jetzt im Hotel kurz gesehen, dann hätte ich meiner Freundin gesagt, das ist er. Guck mal, das ist der Gencheck. Ja. Und dann hätte sie gesagt, wer? Der? Ah! Ja, der, ja. Ich gehe mal kurz hin und frage mal wegen Foto, oder denkst du, das ist blöd? Dann wäre ich rübergegangen, hätte gefragt, ob wir kurz ein Selfie machen. Alles gut, da bin ich. Ich bin da sehr entspannt. Naja, aber es ist ja manchmal, ist man ja auch dann sozusagen in seiner Freizeit. Ja, ich sag, es gibt so Ausnahmen, wenn man irgendwie mit seiner Familie ist, seinen Kindern oder so, dann bist du eigentlich auch mal froh, wenn du eine Ruhe hast. Also ich sag, hier in Wolfsburg geht's noch. Da ist es eher ein bisschen ruhiger. Ich habe da auch in Stuttgart gespielt und Nürnberg. Da war es dann schon intensiver, sage ich mal. Auch wenn du durch die Stadt gegangen bist. Gut, die Stadt ist jetzt hier auch nicht so groß. Deswegen hast du da schon eher deine Ruhe. Und von daher nimmt man das wahr. Du kannst dir merken, wenn du mich siehst, kannst du mich ruhig ansprechen. Ich bin entspannt. Wie kommst du als Erfurter auf die Idee, VfL Wolfsburg-Fan zu werden und jedes Spiel hier 2,5 Stunden runter zu heizen? Mein Vater, das erste Fahrzeug, was er sozusagen nach 1990 gekauft hat, einen VW war. Und der zweite VW wurde dann halt in Wolfsburg abgeholt. Ich glaube, 2 Jahre später war ich dann mit meinen Eltern im Stadion. Mein Vater war im Bremen-Block und ich dann halt bei Wolfsburg. Und so ist das dann halt gewachsen. Ich muss sagen, ich bin nach Wolfsburg gekommen und jeder hat mir gesagt, die Stimmung ist nicht so geil und Stuttgart und hier und da. Und natürlich ist es ein anderes Stadion. Man kann es auch irgendwo nicht vergleichen, so ehrlich, das muss man sagen. Aber wir haben dann das Spiel hier zu Hause gegen Schalke gewonnen, 2-1. Ich durfte dann das Tor schießen auch in der 93. Minute, war jetzt nicht so verkehrt. Und ich fand die Stimmung überragend danach. Also deswegen, das war so mein erstes Spiel vor heimischer Kulisse und da fand ich es wirklich Weltklasse. Also hatte ich Gänsehaut und ich glaube auch in Phasen dann, wenn du zu Hause mal gegen Dortmund verlierst, wenn du zu Hause gegen Bayern verlierst, dann ja, die Fans einfach sehen, die Jungs haben gekämpft, geackert, die andere Mannschaft war besser, das kann immer passieren. Und kriegst trotzdem deinen Applaus. Und als Spieler selber willst du ja auch irgendwo deinem Verein gerecht werden. Ich meine natürlich, jeder Spieler kostet irgendwo Geld, was der Verein investiert. Und dann verletzt er sich. Klar, das kann man ja nicht voraussehen oder ahnen. Aber man versucht ja natürlich auch dem Verein was wiederzugeben, ja, der große Hoffnungen einsetzt. Und ich glaube, allein das ist schon Antrieb. Und für mich ist auch immer wieder Antrieb, dann zu zeigen, okay, ich kann noch stärker zurückkommen. Man hat ja in so einer Reha viel Zeit, an seinen Schwächen zu arbeiten, was du halt in der Saison vielleicht nicht so hast. Weil wenn du jetzt alle 3 Tage spielst, dann trainierst du nicht viel individuell. Dann trainierst was wären deine Schwächen? Ich habe keine. An sich bist du ja übelst robust. Ich habe keine. Kannst dich beim Gegner behaupten. Ich sag mal, das ist jetzt für mich, ja, wenn ich jetzt selber spiele, schwerer. Also ich schieße jetzt nicht so oft mit links, würde ich sagen. Linke Fuß kann man schon. Ich kann nur mit dann, links. Ja, dann mein Kopfball für meine Größe. Könnte vielleicht einen Ticken mehr Tore machen mit dem Kopf. Und mit dem Rücken zum Tor könnte ich besser werden. Ich bin schon eher der Spieler, der von hinten kommt, wenn er Platz braucht oder den Ball dann in den Raum reinlegt und hinterher sprintet. Ich bin jetzt auch nicht so langsam für meine Größe. Ja. Das sind schon so, ja, und ich meine jetzt auch diese körperlichen Defizite, die du hast vielleicht. Ne? Wenn du jetzt irgendwie immer spielst, kannst den Rumpf nicht trainieren oder hast vielleicht ein bisschen Disbalancen jetzt durch meine Kniegeschichten halt, dass du links weniger Umfang hast als rechts von der Muskulatur her. Ja. Das kannst du ja so nicht aufarbeiten, weil du musst ja eigentlich immer dann fit sein,
Donnerstags, Sonntags, Donnerstags, Sonntags. So, und wenn du dann anfängst, Beine zu trainieren, ja, dann hängst du im Spiel nach 30 Minuten und denkst dir, ey, scheiße, ich bin tot oder so. Ne? Also du musst halt echt fit sein. Und, ja.